In Mönchengladbach angeln sich Sandro Blank und André Kehrbusch Müllsünder. Leider fischen die beiden Mülldetektive dabei oft im Trüben. Sieht aber wie Bauschutt aus nur, ne? Dann kannst du mal gucken, wenn du was findest. Ich mach so lange schon mal jetzt noch mal eine Nahaufnahme von dem Ganzen. Was mich daran ärgert, das ist, dass die Leute einfach ihren Müll überall hinwerfen, wie hier. Und wir natürlich kommen, das versuchen sauber zu machen, die Stadt. Aber ich weiß nicht, das ist unachtsam sowas. Ich würde das nicht machen. Illegal oder falsch entsorgter Müll ist ein Ärgernis und ein Problem. Er verschandelt das Stadtbild und kostet den Steuerzahler viel Geld. Dementsprechend empfindlich sind die Strafen, wenn die Mülldetektive den Verursacher finden. Tja, wenn. Bauschutt ist eigentlich unmöglich, ne, irgendwas zu finden, weil da sind ja nur Abfallmaterialien, da sind keine Adressen irgendwo drauf. Es sei denn, das ist irgendwie so ein Beipackzettel, wo die Lieferung hingegangen ist. Das ist das Einzige, wo wir jetzt auch suchen können. Ne? Schütt doch mal aus, Tüte. Ja, das ist auch leider nur Beschreibung, wovon es ist. Da steht auch leider keine Adresse drauf. Aber wir geben nicht auf. Ob der Müll von ein und demselben Verursacher stammt, müssen sie ermitteln. In diesem Fall ziemlich eindeutig. Jetzt fehlt nur noch ein entscheidender Hinweis. Lieferschein. Ja. War gar nicht so lange her. Also wir haben jetzt das Datum, wann der abgeholt worden ist. Wir haben jetzt einen Namen. Wir wissen jetzt, von welcher Filiale das die Kommission war. Mhm. So, und vielleicht haben wir ja durch die Nummern können wir vielleicht bei der Filiale noch was erreichen, dass man da vielleicht einen konkreten Namen kann. Ich meine, da haben wir ja schon einen Namen, da ist ein Name drauf gewesen. Die Auftragsnummer haben wir ja auch. Vielleicht kann auch der Innendienst da was rausgeben. Genau. Ja, lass es uns doch mal probieren. Ein erster Schritt in Richtung Erfolg. Die Müllhalde räumen dann Sondereinsatzkräfte der städtischen Entsorger. Bezahlen müssen das die Einwohner Mönchengladbachs. Nur, weil sich jemand Zeit und Geld sparen wollte. Die Gründe für eine illegale Müllentsorgung ist einmal die Kosten. Dies zum Wertstoffhof zu bringen, die sie sich sparen wollen, und die Unwissenheit der Bürger, wie hier das Trennsystem funktioniert. Also man muss auch dazu sagen, es ist auch viel die Faulheit der Menschen. Ja? Mal 20, 30 Meter weiter mit dem Auto zu fahren und die Sachen dorthin zu bringen, das ist Gleichgültigkeit für manche Menschen. Ihr nächster Fall führt die beiden in den Stadtteil Reit. Hier hat ein Anwohner einen Sperrmüllhaufen auf dem Gehweg gemeldet. André, ich mach mal Fotos, da kannst du mal. Mal hier mit der App, ob da. Ja. Alles klar. Termin existiert. So. Über die App kann André Kehrbusch die Sperrmülltermine für ganz Mönchengladbach einsehen. Das könnte auch derjenige, der den Krempel hier abgestellt hat. Nee, da ist kein Termin hier. Wenn Sperrmüll da ist, ist ja reiner Sperrmüll. Also das ist Couchgarnitur, Schränke oder so. Da steht selten eine Adresse drauf. Dann müssen wir schon Glück haben, wenn da was daneben steht, dass da irgendwelche Adressen bei sind, wo wir vielleicht zuordnen können. Ob es jetzt alles von denen ist, wissen wir ja auch nicht. Ah, Briefumschläge. Da ist nichts drin. Lass mal fotografieren, das ist Pommes und Verpackungen. Das Problem, stellt jemand seinen Müll ab, zieht das Nachahmer an. Die Tüte könnte von jemand anderem stammen. Ihr Inhalt bringt die beiden aber ohnehin nicht weiter. Hallo. 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 Schönen guten Tag. Das ist von da? Ja. Wie heißt der? Ich weiß nicht. Okay, alles klar, danke.
Der ist von hier. Von da unten. Müssen wir halt mal klingeln gleich mal. Endlich treffen die beiden jemanden an. Schönen guten Tag. Guten Tag. München ab Abfahrt Grüne Straße. Eine Frage. Ja? Der Sperrmüll. Sperrmüll? Die Möbel. Ihr Ecke rum. Couch und Schranken. Von Ihnen? Nicht deutsch. Nicht deutsch? Ich nehme noch mal raus vielleicht. Kann ich mal zeigen? Das. Aha, ja. Von Ihnen? Chip. Von Ihnen? Ja. Sie dürfen es so rausstellen. Okay. Sie müssen anrufen, dann kriegen Sie einen Termin. Ja. Und dann kriegen Sie ein Datum. Und dann dürfen Sie erst rausstellen. Okay. Ja, Sie dürfen nie so rausstellen, wird nicht mehr. Also war ganz, ganz früher mal, dass das so gemacht wird, aber heute nicht mehr. Also das müssen Sie wieder rein machen und dann anrufen. Okay. Ich kann Ihnen eine Nummer aufschreiben. Haben Sie einen, die Deutsch spricht ein bisschen? Aber es kann ja eine Türkei hier oben. Kasach, eine Termin, ich, Türk, Obachi, keine Ahnung. Ach so, Sie hatten, der hat gesagt, Sie haben einen Termin und Sie haben rausgestellt. Ja, ich Kasach, ich Türkisch, ich nicht verstehen. Okay, und er hat gesagt, er hat Termin und Sie haben rausgestellt. Ja. Also pass auf, machen wir mal vorne Maße und lassen wir einfach abholen. Ruf doch mal an, vielleicht haben Sie die Möglichkeit. Nee. So, kommt immer mehr bei. Okay. Der Kollege. Machen wir folgendermaßen, wir lassen es abholen. Die Sache ist erstmal erledigt, aber sollte noch mal was sein, müssen Sie anrufen, ja? Okay. Und dann sagen, einen Tag vorher rausstellen erst. Nicht vorher. Ne? Ja. Okay? Ja. Machen wir das so. Ja. Das große Problem sehe ich darin. Erstens, wenn wir es stehen lassen, kommt mehr dazu. Und zweitens, er hat kein Wort verstanden. Also, und darum gehen wir hin und lassen die Sachen abholen. Dann ist das hier wieder sauber und beim nächsten Mal müssen wir wieder schauen. Jetzt nochmal blaues Auge davon. Jetzt ist also okay, wir drücken ein Auge zu und dann erstmal Sache erledigt. Okay? Okay? Ja. Prima. Gut. Danke, schönen Tag. Tschüss, alles Gute. André Kehrbusch und Sandro Blank sehen keine böse Absicht und verzichten auf eine Strafe. Überzeugungsarbeit ist ihnen lieber. Die nächste Unachtsamkeit aber müssen sie ahnden. Wir sind die Mülldetektive. Wir haben Sie gerade beobachtet. Sie haben eine Zigarettenkippe da eben runtergeworfen, die Sie geraucht haben. Das ist eine Ordnungswidrigkeit in Mönchengladbach. Das wird geahndet. Sandro Blank und André Kehrbusch sind zwei von 10 Mülldetektiven in Mönchengladbach. Alle überführen jährlich mehr als 1000 Müllsünder. Oft kommen die Hinweise von genervten Mitbürgern. So auch hier. Das ist die Ablagerung. Da drüben, da siehst du das Blech rausstehen. Ja. Hier auf dem Bild siehst du den Baum. Baum. Das ist das also. Ja. Ja, die Spuren, ja gut, müssen wir jetzt draußen gleich gucken. Ja, aber wir gucken mal, was das ist. Dann machen wir Fotos jetzt mal von dem Ganzen. Und danach gucken wir, was wir noch für Informationen haben. Ja. Für Müllentsorgung in der Wildnis gibt es keine Ausreden. Es schadet der Natur. Tiere können sich verletzen und Giftstoffe in den Boden bis ins Grundwasser eindringen. Besonders arg, Kleinholz sollte das Ganze anscheinend verdecken. Vielleicht weiß der Bauer, dem der Grund gehört, mehr. Es ist ja schließlich sein Land. Willst du dazu, ja? Hallo, schönen guten Tag. Wir sind die Mülldetektive. Wir wurden hierher gerufen, weil da vorne, ich weiß nicht, gehört das Ihnen, das Grundstück? Wo? Da vorne, hier, dieses. Ja, hier, was brauche ich das von mir? Gut, da ist nämlich Ablagerungen. Das müsste irgendwie entsorgt werden, das Ganze. Kommen Sie mal, ich zeige Ihnen das mal. Ja, wir können ja gerne mal gucken. Gibt es hier wie ein Zeug? Alles klar.
Ne, das ist ja, das. Wir wollen für das jetzt wieder. Das, wir hatten damals hier vorne mal was Holz hingekippt, ne? Ja. Und wenn du nicht aufpasst, ne? Wird ja alles. Ja, denke ich, da kann man. Kann der Bauer noch gebrauchen, schieben. Ja, das wird ja hingekippt. Bis wann machen Sie das weg? Ja, und bis wann würden Sie das denn schaffen? Ja, muss ich gucken, wenn der Junge rauskommt. Ja, sagen Sie, wenn Sie sagen, nächste Woche. Ende der Woche ist es weg. Gut. Sagen wir es so. Ne? Aber dann kommen wir am Freitag noch mal, gucken wir einfach noch mal und dann ist halt erledigt. Ja, ja. Das ist mal eine Ansage. Alles klar. Ja. Prima. Gut. Dankeschön. Dann noch einen schönen Tag. Ebenfalls. Tschüss. Egal, wer das eigentlich hier hingeworfen hat, wenn wir einen Verursacher finden, klar, können wir natürlich den Ermittlungen nachgehen. Aber die Entsorgung bleibt immer noch dem Eigentümer. Das heißt, wir fahren jetzt Freitag dann hierher, kontrollieren, fertig ist das. Ein Erfolg dank des Landwirts und der Zivilcourage eines Fußgängers. So wie der Mann kann jeder über die App solche Müllkippen ganz einfach melden. Gegen das nächste Problem in der Innenstadt Mönchengladbachs hilft nur die direkte Konfrontation. Es geht um Müll, der einfach auf dem Boden entsorgt wird. Das heißt für uns Littering. Littering ist halt Zigaretten, Kaugummi und andere Sachen, die einfach achtlos auf den Boden geworfen werden. Und werden die Leute natürlich auch dann belangen. An Bushaltestellen wird erfahrungsgemäß gelittert, was das Zeug hält. Eine schlechte Angewohnheit mit Folgen. Die Stadt verdreckt, die Umwelt leidet. Ja, da drüben steht einer, André. Den siehst du, der raucht. Lass uns den mal beobachten. Vielleicht entsorgt er die ja richtig. Mülleimer ist vor Ort, also schauen wir mal. Zigaretten am Boden sind eine Umweltsünde. Allein ein Glimmstängel hat über 7000 Schadstoffe. Die landen irgendwann im Grundwasser. Der hat sie runtergeworfen. Alles klar. Der war jetzt, wo er die Kippe weggeschmissen hat, war der Dreck neben dem Mülleimer noch. Das ist schon unverständlich. Wenn ich jetzt wirklich sehe, okay, der Mann hat keine Möglichkeit, kann man aber noch sagen, okay, das kann man verstehen vielleicht. Muss man nicht machen, aber kann man ein bisschen verstehen. Aber nicht, wo jetzt hier Mülleimer sind. Hallo, schönen guten Tag, junger Mann. Wir sind die Mülldetektive. Wir haben Sie gerade beobachtet. Sie haben eine Zigarettenkippe da eben runtergeworfen, die Sie geraucht haben. Das ist eine Ordnungswidrigkeit in Mönchengladbach. Das wird geahndet. Also ich muss das. Und was sagen Sie dazu? Ich muss das hier entschuldigen, aber ich weiß nicht. Okay, dann wie gesagt, werden Sie die jetzt aufheben, ist das okay. Dann werden wir eine Verwarnung geben, ein Verwarngeld. Und zwar in Höhe von 50 Euro. Ich habe da nicht. Das macht nichts. Haben Sie EC-Karte oder haben Sie Ihren Personalausweis dabei? Ja, Personalausweis müssen wir haben. Dann hätten wir gerne den Personalausweis einmal. Ja, okay, aber die macht da jedes Mal die Zigarette. Schauen Sie mal. Jeder ist. Aber da ist ein Mülleimer. Ja, Sie wurden jetzt erwischt. Das hätte auch jeden anderen treffen können. Und jetzt müssen wir Sie leider belangen. So, das heißt, wir hätten jetzt gerne Ihren Ausweis einmal. Oder Sie haben die Möglichkeit, bei uns mit EC-Karte zu bezahlen, wenn Sie kein Geld haben. Habe ich nicht. Gut, dann hätten wir gerne einmal den Personalausweis, dann bekommen Sie Post. Normalerweise kostet das 100 Euro, Sie haben sich aber entschuldigt. Sie haben sich entschuldigt, Sie heben auch gleich noch die Zigarette auf. Okay, ist kein Problem. Alles ist gut, 50 Euro, sind Sie mit einverstanden, alles ist gut. Ja. 50 Euro ist viel Geld, das ist richtig. Aber wir sind schon lange hier in Mönchengladbach unterwegs mit den roten Karten. Haben vorher sehr lange auch mit den gelben Karten gearbeitet. Das ist eine Verwarnung mündlich. Damit wurden die Leute informiert. Jetzt ist es aber so, dass wir die roten Karten gegangen sind und werden jetzt natürlich auch tätig in dem Bereich, dass wir sagen, wir ahnden das. Hier haben Sie die rote Karte. Das ist diese, die wir in Gladbach ausführen. Ja. Sie bekommen das als Nachweis. Also das behalte ich, oder? Das dürfen Sie behalten. Das ist für Sie der Nachweis. Und Sie bekommen von uns einen Taschenaschenbecher fürs nächste Mal, wenn Sie unterwegs sind. Diesen können Sie, da können Sie Ihre Zigarette drin ausmachen, ohne weiteres. Können diesen zumachen und in die Tasche stecken. Okay. Ja? Danke. Wie halt gesagt, warten Sie auf die Post ab. Ja, ist okay. Danke. Alles klar. Schönen Tag noch. Schönen tschüss. Tag noch, ja? Jo, tschüss.
Allein im vergangenen Jahr haben die Mülldetektive rund 200 Bürger mit der sogenannten roten Karte bestraft. Nur wenige Meter weiter landet die nächste Zigarette auf dem Boden. Hallo, junge Frau. Ja. Ja, Sie. Kommen Sie mal bitte. Können Sie mal bitte stehen bleiben, ganz kurz? Ja. Wir wollen Ihnen nichts verkaufen. Sie wissen aber, dass Sie was falsch gemacht haben, ne? Ja. Und deshalb würden wir gerne mal mit Ihnen sprechen. Ja, genau. Wir würden jetzt gerne mit Ihnen sprechen, weil Sie gerade noch. Wir wollen Ihnen keine Zeitschrift andrehen, wir sind Ordnungshüter. Das heißt, Sie haben gerade eine Ordnungswidrigkeit begangen, indem Sie Ihre Kippe in Gully geschmissen haben. Ach so. Das sind normalerweise 100 Euro. Oh. Das Einzige, was ich Ihnen anbieten könnte, gehen wir mal ein bisschen auf Seite, weil hier damit auch nicht jeder so viel zu tun hat. Das Einzige, was ich Ihnen anbieten kann, sind 50 Euro Verwarngeld, wenn Sie damit einverstanden sind. Ja. Ja, bräuchte ich Ihre Personalien oder haben Sie eine EC-Karte? Nee, Bargeld. Nee, Bargeld dürfen wir nicht annehmen. Wir haben ein EC-Gerät, wo Sie da bezahlen können. Ach so, EC-Karte habe ich. Ja, dann können Sie das direkt über EC-Karte machen. Okay. So, dann dürfen Sie jetzt bitte entweder Ihre Karte auflegen. Können Sie auflegen? Wenn, jawohl. Bitte Karte entnehmen. Sorry, wie der? Und das ist einmal für Sie. Das ist die Quittung dafür. Oh, toll. So. Das ist gleich verschwinden. Kriegen Sie Ärger ja, mit dem genau. Mann? Nein. Sie bekommen von mir aber auch zusätzlich noch einen Taschenaschenbecher, wenn Sie das nächste Mal unterwegs sind. Ich meine, Sie saßen gerade neben dem Mülleimer. Der war gerade mal. Ja, aber da ist nichts für Zigaretten. Doch, doch. Da ist oben eine Metallschiene drauf, da können Sie Ihre Zigarette ausmachen und dann können Sie die reinwerfen. So, hier ist es. Der Aschenbecher, da können Sie die Zigarette reinmachen, in die Tasche stecken und dann können Sie das da. Alles klar. Bleiben Sie gesund. Ja, Sie auch. Schönen Tag noch, ja? Tschüss. Tschüss. Die Frau war sehr einsichtig. Damit ist der Fall eigentlich für uns erledigt. Wir werden das nur noch im Bericht bringen und dann passt das auch so. Für heute passt es. Nach 8 Stunden auf Müllsünderfang ist für Sandro Blank und André Kehrbusch Schluss.